Hast du die Headline gesehen? Wir alle sind extrem reich und verdienen nur das Beste. Und das ist so. Das ist die absolute Wahrheit. Wir werden zwar anders erzogen, uns wird zwar gesagt, nein, du musst dir erstmal was verdienen, du musst dir Sporen abverdienen, du musst leiden, du musst dich aufopfern und dann kannst du etwas bekommen. Als Kinder werden wir ja schon erzogen, indem gesagt wird, nur wenn, dann. Nur wenn du brav bist, dann kriegst du das und das. Nur wenn du das und das machst, kannst du das und das bekommen. Wir werden in einer Welt der Bedingungen erzogen und wir glauben, dass unser Reichtum, unser Wert, unser Selbstwert abhängig ist von Bedingungen. Aber das ist nicht so. Alles ist bedingungslos da und schon gegeben. Mit dem Leben ist dir alles gegeben. Mit dem Leben ist dir alles gegeben. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Mit dem Leben ist dir alles gegeben. Also, du hast das Leben hier bekommen und du hast den ganzen Reichtum dieses Lebens auch bekommen. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist schon da für dich. Aber dazu musst du erkennen, wie dieses Leben funktioniert, wie sich alles im Außen manifestiert. Das musst du verstehen und das musst du durchschauen und dann kannst du erkennen deinen Reichtum. Ja, viele sprechen vom inneren Reichtum. Wo kommt der her? Wo kommt dein innerer Reichtum her? Einfach nur dadurch, dass du so reich bist an Vorstellung. Das ist alles. Das ist dein Reichtum. Alles, was du dir vorstellen kannst, gehört dir. Nur haben wir jetzt diesen kleinen Prozess durchzumachen, dass wir uns erlauben können, uns Dinge vorzustellen, die wir noch nie gesehen haben, die wir noch nie erlebt haben, von denen wir noch nicht mal sicher sein können, dass sie existieren oder dass sie so sind oder dass sie so funktionieren. Und nur wenn wir es hinkriegen, uns das vorzustellen und uns gleichzeitig als diese Person auch noch identifizieren können, die so ein Leben lebt und erlebt, dann ist die Arbeit getan. Dann ist es da. Und unsere einzige Aufgabe ist, unseren Verstand diesbezüglich zu managen. Und das ist die schwerste Aufgabe. Weil unser Verstand hat ursprünglich gelernt, uns gegen die Wünsche zu managen, um uns zu schützen. Uns gegen Größen, vor Größenwahn zu schützen, damit wir nicht enttäuscht werden. All diese Dinge sind in uns aktiv reinprogrammiert, mal mehr, mal weniger, mal schlafen sie, mal werden sie aufgeweckt durch einen Trigger. Und das Ding gilt es zu durchschauen. Es gilt zu durchschauen, warum sich in deiner Welt Dinge manifestieren, die dir nicht gefallen. Insbesondere alles, was du im Mangel wahrnimmst. Geld nimmst du im Mangel wahr. Die meisten nehmen Geld im Mangel wahr. Selbst die Reichen, selbst deren Konto überfließt, nehmen Geld oft im Mangel wahr, weil sie in einer mangelhaften Welt leben. Und solange eben du in einer mangelhaften Welt lebst, solange ist deine Welt mangelhaft. Da ist es egal, was du eigentlich wahrhaftig schon hast. Du wirst es niemals sehen können, weil du dich damit identifizierst wie jemand, der nicht erfüllt ist. Und damit geht es nicht um genug. Genug ist eine Schranke, genug ist eine Grenze. Wenn du glaubst und denkst, es müsste mal genug sein oder du müsstest mal genug haben und du müsstest mal genug gewollt haben, dann widersprichst du dem tatsächlichen Wesen, das du wirklich bist. Du bist hier, um zu schaffen und erschaffen. Das kann nie genug sein. Du erschaffst die Welt, du erschöpfst die Welt. Warum soll das genug sein? Das kann nicht genug sein. Die Welt wird größer, wenn du größer wirst. Wenn deine Vorstellung größer wird, gibt es neue Dinge in dieser Welt, gibt es neue Erlebnisse in dieser Welt. Und wir sind in dieser Welt, um Erlebnisse zu erleben. That's it. Das haben die meisten vergessen.
Die meisten haben vergessen, dass sie hier sind, um Erlebnisse zu erleben. Weil sie sich nicht mal trauen, darüber nachzudenken, welche Erlebnisse würden sie denn gerne erleben. Oder halt, wenn dann. Wenn sie pensioniert sind, wenn sie so und so viel Geld auf dem Konto haben, wenn sie den richtigen Partner dafür gefunden haben, wenn sie, wenn sie, wenn sie. Es gibt keinen Moment, auf den du warten musst. Weil du hast nur diesen jetzigen Moment. Du wirst nie mehr haben. Du wirst nie mehr Momente zur Verfügung haben als den jetzigen Moment. Und dieser jetzige Moment wird von dir entschieden, welche Qualität der jetzige Moment hat. Das entscheidest du. Und auf den jetzigen Moment kommt der nächste jetzige Moment. So entscheidest du jeden Moment neu, wer du bist in diesem Leben. Ob du jemand bist in der alten Welt, in alten Gedanken, in Beschränkungen, in Mangel. Oder ob du schon sogenannt aufgestiegen bist in eine Welt der Energie, in eine Welt, wo nur energetische Regeln herrschen. Keine Bedingungen, keine Zusammenhänge, keine Rückschlüsse, nichts. Nur deine Entscheidung zählt für die Energie. Die Energie muss wissen, wo sie hin soll und dann geht sie dorthin. Und wo, wie lenkst du deine Energie? Dadurch, dass du sagst, wer du bist. Dadurch, dass du in deine absolute Kraft und Macht als energetischer Generator einsteigst. Und das hast du. So bist du gebaut. So bist du. Nur du nützt es gegen dich. Wir sind so gebaut, dass wir es unbewusst, dass unsere Macht gegen uns setzen. Diese Selbstsabotage, die überall in aller Munde ist. Oder der innere Verhinderer, oder wie es genannt wird. Das sind nur Überzeugungen. Das sind unterbewusste Überzeugungen, die laufen, bis sie gestellt und entkräftet werden. Und in dem Moment, wo du erkennst, wer du wirklich bist, erkennst du diese Stimme in deinem Kopf, diese Gedanken in deinem Kopf, die kommen aus einem Denkmuster, aus einer Ansicht, aus einem Wesen, das Gedanken gegen Erfüllung herrscht, hegt, gegen Erfüllung, gegen Fülle. Und das musst du nicht glauben, weil es herrscht Fülle. Schau mal hinter mir in meinen Hintergrund, diese Fülle an Natur, an Pflanzen, die herrscht, überall herrscht Fülle. Weil wir erfüllte Wesen sind. Wir sind aufgefüllt mit allem, was es braucht. Aber wir schauen immer dorthin, wo wir keine Fülle sehen können. Weil wir Menschen sind, die Mangel sehen. Und da geht es hin zu schauen. Da geht es hin zu schauen, wer du bist. Du kannst nicht Fülle sehen, wenn du auf Mangel getrimmt bist. Wenn du jemand bist, dem es mangelt. Und darum geht es. So viele Menschen versuchen, Fülle herzustellen. Finanzielle Fülle. Und gleichzeitig haben sie aber noch einen Mangel an Erfüllung. Und es geht darum, dass du erfüllt bist, dass du keine Angst mehr hast vor Mangel. Es geht darum, dass du dich niemals nicht als mangelhaft siehst oder erkennst. Es geht darum, dass du erkennst, dass du göttliche Perfektion bist. Divine Design, göttliches Design, Design, das keinen Fehler hat. An dir ist nichts falsch. Und wenn du das für dich verkörperst und für dein Denken so anlegst, dass du dein Denken anlegst, dass du weißt, an dir ist nichts falsch, wirst du so frei tun zu können, was du möchtest. Und dann wirst du so frei, dass du vielleicht auch so viele Dinge nicht mehr möchtest, ziemlich sicher sogar, die du bis jetzt tust, weil man sie tut, weil du sie tun musst, um zu Geld zu verdienen, um zu deinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Deswegen tust du diese Dinge. Und es ist weit gefehlt, es ist keine Erfüllung da. Und dann lebst du halt in einer Welt, die so funktioniert. Und aus dieser Welt, aus dieser Vorstellung, aus dieser Funktionsvorstellung musst du austreten. Du musst das zerstören. Du musst dir erlauben, zerstörerisch zu sein, diese alten Muster zu zerstören. Sie machen keinen Sinn. Sie sind nicht notwendig. Sie gängeln dich nur und sie schränken dich ein. Aber sie haben keinen Sinn. Sie leisten keinen Beitrag für deine Erfüllung.
weder finanziell noch emotional. Diese alten Muster leisten den einzigen Beitrag, sich zu gängeln und dich einzuengen. Und da darfst du aussteigen, aufsteigen, heraus, dich darüber stellen, jederzeit. Und die Angst, nicht dazuzugehören, anders zu sein, falsch zu sein, verkehrt zu sein, die du aus deiner Kindheit kennst, wo du immer versucht hast, dazuzugehören, um richtig zu sein, um wichtig zu sein, um jemand zu sein, der was zu sagen hat. Aber was hast du zu sagen? Was hattest du schon jemals zu sagen? Was ist wichtig? Hast du dein eigenes Narrativ? Hast du deine eigene Ansicht? Hast du deine eigenen Werte? Traust du dich, dich zu verkörpern, so wie du bist? Traust du dich, dein Leben nach deinen Regeln zu leben? Traust du dich, gut genug zu sein, egal was du jemals gemacht, getan hast oder was andere über dich gesagt haben? Traust du, über dich zu sprechen? Traust du, dich zu zeigen? Traust du dich, jemand zu sein, über den man spricht, mit dem man spricht? Solche Menschen braucht diese Welt. Solche Menschen braucht diese Welt, die aussteigen. Und nicht aussteigen aus dem System, sondern aussteigen aus ihrem alten menschlichen Design, aus ihrem menschlichen Glaubensmustern. Daraus musst du aussteigen. Es ist völlig egal, wie du das tust. Aber alle Dinge, die dich gängeln und die dir nicht entsprechen, gehören nicht zu dir. Und aus denen darfst du einfach aussteigen. Es hat keine negativen Konsequenzen. Im Gegenteil. Du ziehst all das an, was du bist und wer du bist. Und es ist dein erstes Ziel, dich selbst in die Fülle und die Erfüllung zu bringen. Und dann kommt Fülle nach. Es geht anders nicht. Du kannst dich abrödeln, du kannst dich kaputt arbeiten, du kannst ein braver Arbeiter, Manager, sogar CEO und Business Eigentümer oder Unternehmer sein. Aber gleichzeitig rackerst du dich ab, weil Systeme so funktionieren und du möchtest in diesem System brillieren, weil du glaubst, dass Geld nur aus dieser Art und Weise kommt, wie du sie dir vorstellen kannst. Aber Geld ist da von überall, deine Unterstützung, deine Erfüllung ist da. Die kommt auch, wenn du das tust, was dich erfüllt. Aber du weißt nicht mal, was dich erfüllt, weil du so ein eingeschränktes Denken hast und das muss aufgebrochen werden. Und das kannst du aufbrechen, indem du das Prinzip der Energie verstehst, indem du verstehst, dass Energie durch dich und deine Gedanken und Vorstellungen wirkt und sich dann manifestiert. Und es manifestiert sich immer das, was du bist. Und wenn du in Einschränkungen bist, denkst, bist du ein Mensch, der eingeschränkt ist. Wenn du denkst, irgendwelche Leute können von dir nicht angezogen sein oder würden dich sogar ablehnen oder finden dich nicht gut genug oder könnten dich kritisieren. Wer bist du dann? Was für ein Leben kommt dann da raus auf der anderen Seite? Und du kannst mit Kraft, kannst du das kompensieren, wenn du das möchtest. Du kannst es locker kompensieren, indem du härter arbeitest, indem du mehr machst, was man dir verlangt, mehr machst, was der Markt verlangt, mehr machst, was du glaubst, was dir Geld macht. Aber du kannst da komplett aussteigen und kannst einfach deine Identität ändern und sagen, ich bin Fülle und Erfülltheit, weil ich das tue, was für mich richtig ist, was für mich stimmt, was mich erfüllt. Das bringt mir Fülle. Aber dann kannst du nicht weiterhin glauben, dass dir Erfüllung und Fülle gebracht wird, wenn du hart arbeitest, Dinge für andere tust, die du eigentlich gar nicht tun möchtest, fleißig bist, mit Leuten dich umgibst, ein Leben lebst an einem Ort, an dem du eigentlich gar nicht wirklich sein möchtest, nur um zu oder weil man da so ist und weil andere da so sind. Wenn du es dir nicht erlaubst, diese alten Muster zu zerstören, deine alte Identität zu zerstören, wirst du niemals das erreichen, was du wirklich willst. Du wirst es nicht mal dir erlauben können, dir vorzustellen, was für dich möglich ist, wenn du nicht bereit bist, dieses Alte zu verlassen. Dieses Alte loszulassen, dass du, wenn du dir nicht erlaubst, eine Person zu sein, die eine Inspiration ist, eine Inspiration für neue Regeln, neues Leben, neue Muster, wenn du dir nicht erlaubst, du selber zu sein, deine Wahrhaftigkeit zu leben, auszusprechen, zu dokumentieren,
Wirst du immer fake sein? Wirst du immer falsch rüberkommen? Wirst du immer wieder versuchen zu kompensieren und dich anzupassen? Und das wird sich nie in deinem Leben, wird sich das gut anfassen, anfühlen. Und du wirst immer unintegriert sein. Du wirst immer, immer irgendjemanden versuchen nachzueifern, nachzuhäkeln. Irgendjemand wird immer auf dem Podest stehen in deinem Leben, der besser ist als du. Und deine Aufgabe ist es, dich zu der besten, großartigsten, zuverlässigsten, von dir am meisten geliebtesten Person zu werden, die es auf Gottes Erdboden gibt. Die Person, auf die du dich immer verlassen kannst, die Person, die immer das Beste für dich will, die Person, die dich anfeuert, die dich motiviert, die dich hält, die dich trägt. Nur das funktioniert. Und das ist Coaching aus meiner Sicht. Das ist Mentoring aus meiner Sicht. Dass du lernst, all das für dich zu tun, was du gerne hättest, das andere für dich tun. All das. Und dann werden andere das für dich tun. Logisches, energetisches Gesetz der Reflexion. All das, was du bist, wird für dich getan. All das, was du möchtest, musst du sein, bevor du es haben kannst. Und du kannst nicht eingeschränkt sein und gleichzeitig versuchen, in Freiheit zu leben. Du musst zuerst all deine Einschränkungen selber niederreißen. All deine Beschränkungen selber niederreißen. Und anfangen, dich bereit zu machen für das große Spiel des Lebens, das größte Spiel des Lebens, und zwar das uneingeschränkte Spiel, das keine Ressourcen einschränkt für dich. Nichts ist eingeschränkt für dich. Kein Geld, keine Zeit, keine Gesundheit, keine Liebe, keine Aufmerksamkeit. Du schränkst es ganz alleine ein, weil du Angst hast, weil du irgendwelche Sachen glaubst, die dir sagen, es sei nicht gut, uneingeschränkt sich selber zu sein, uneingeschränkt das zu wollen, das zu reden, das zu sprechen, das zu zeigen, was du willst. Komischerweise glauben die meisten Menschen, und ich früher natürlich auch, dass es wahnsinnig in Ordnung ist, uneingeschränkt das zu sagen, das zu verkünden, darüber zu sprechen, was ich nicht will. Uneingeschränkt Kritik zu üben, uneingeschränkt zu sagen, was mir nicht gefällt, uneingeschränkt in Opposition zu gehen. Da hatte ich kein Problem für diese Ermächtigung. Aber es war ein riesengroßer Schritt, mich zu ermächtigen, uneingeschränkt zu sagen, um was es wirklich geht. Was da ist, was an Fülle ist, was es bedeutet, göttlich zu sein. Uneingeschränkt zu sagen, hier gibt es nur divines Sein, hier geht es nicht darum, dass du dich in ein irgendes von einem Menschen erschaffenes Design, das heißt eine Psychologie, ein Abdruck, einen Seinszustand rein katapultieren lässt, der dir nicht entspricht. Und darum sind alle unglücklich. Und dann werden auch alle noch krank. Weil sie versuchen, in einem Seinszustand zurechtzukommen, der nicht ihre ist, der nicht divine ist, der nicht ihnen entspricht, sondern ein Seinszustand, der Einschränkung entspricht, der Mangel bringt. Und das funktioniert, das wird nie funktionieren, wenn du diesen Seinszustand nicht änderst. Ich habe da letztens mit jemandem gesprochen, sie hat gesagt, sie hat sich jetzt einen Job gesucht, in dem sie nicht Verantwortung ist und nichts übernehmen muss, nur damit sie nicht mit irgendwelchen Vorgesetzten zu tun hat, mit denen sie nichts mehr zu tun haben will. Ihr ist es unglaublich langweilig, von Erfüllung weit gefehlt, sei es finanziell noch aufgabenmäßig, keine Erfüllung. Nur aus Angst davor, von anderen in die Mangel genommen zu werden. Nur aus Angst davor, von anderen verantwortlich gemacht zu werden. Und der einzige Ausweg ist, dass du deine eigene Verantwortung für dich übernimmst. Und dass du eben erkennst, dass alles da draußen nur so ist, wie du glaubst. Und wenn du eine Welt von Leuten hast, die gefährlich sind, die hart sind, die böse sind, die ablehnend sind, die verletzend sind, dann ist es, weil du davon ausgehst, dass die Welt so ist, weil du als Kind so aufgewachsen bist, weil du als Kind so behandelt worden bist. Okay. Aber jetzt bist du erwachsen, du darfst aussteigen, aufsteigen aus diesem ganzen Kram. Und du darfst dein Divine Design aktivieren. Und so viele gehen und suchen ihr Human Design und machen Charts und geben wahnsinnig viel Geld aus für Human Design Readings und all diese Sachen und Astrologie Readings, damit ihnen
irgendeiner sagt, wer sie sind. Aber du kannst sein, wer du willst. Du brauchst niemanden, der dir die Erlaubnis gibt, zu sein, wer du möchtest. Du kannst sein, wer du willst. Du brauchst in kein Design passen. Ich arbeite mit Menschen, die wollen in kein Design passen. Die wollen ihr eigenes individuelles Design machen. Und warum ist denn Human Design so schwammig? Warum gibt es dann wieder diese Mischformen? Weil es Blödsinn ist. Weil es Blödsinn ist, schubladisieren zu wollen. Weil es Blödsinn ist, Labels aufsetzen zu wollen. Weil es absoluter Blödsinn ist. Weil wir alle göttliches Design sind. Wir sind Perfektion per se. Von unserer Seele aus haben wir keinen Fehler. Aber wir verhalten uns so, als wäre an uns irgendwas falsch und suchen irgendwelche Strukturen und geformte Labels und Strategien und Lebensformen, die andere uns vorleben, damit wir endlich richtig sind. Und dann wundern wir uns noch, warum wir uns nicht wohlfühlen, warum wir nicht erfüllt sind. Wenn wir doch alles machen, was man für Erfüllung so macht, wenn wir den ganzen spirituellen Weg gegangen sind, wenn wir alle Bücher gelesen haben, alle uns einen Wolf meditiert haben mit Dr. Joe Dispenza und irgendwelchen anderen, weil wir in Ashrams waren und in Yoga-Retreats und weiß der Geier nicht, was alles gemacht haben, weil wir einen ganzen Keller voll Bücher haben und alle Self-Help und spirituellen Bücher gelesen haben. Aber weil uns keiner gesagt hat, wer wir wirklich sind, wie wir, die Welt wirklich aus uns heraus entsteht und wie wir das hier managen, hier oben. Es ist nur ein Mindset. Eine Mindset-Arbeit. Und nach der Mindset-Arbeit kommt die Umsetzungsarbeit. Dann muss ich Schritte tun, dann muss ich Aktionen machen, dann muss ich gehen, dann muss ich mich bewegen, dementsprechend verhalten. Das ist der Job. Und wenn du die Welt verändern willst, dann musst du dich zuerst selber verändern. Wenn du deine Beziehung verändern willst, musst du dich erst selber verändern. Wenn du dein Bankkonto verändern willst, musst du dich erst selber verändern. Wenn du dein Business oder deinen Job verändern willst, musst du dich erst selber verändern. Aber wann kommst du raus aus deinem Schneckenhaus? Wann zeigst du dich? Wann wirst du gehört? Wann wirst du gesehen? Wann bist du da, um deinen Reichtum zu empfangen? Wann machst du endlich das, was zu tun ist? Worauf wartest du noch? Du hast einen Tag, auf den du warten kannst in deinem Leben. Und das ist der Tag, an dem du diese physikalische Form verlierst. Kannst du drauf warten, dann hast du einen neuen Start. Das geht auch. Aber warum möchtest du diese Zeit hier verschwenden? Warum willst du nicht schon jetzt als dieser Divine Design Schöpfer aktiv werden und dir und anderen ein geiles Leben bescheren? Warum nicht denn jetzt? Weil Angst abläuft. Weil du glaubst, du könntest etwas falsch machen. Aber du kannst nichts falsch machen. Du kannst nur nichts machen. Du kannst nur dich falsch fühlen. Aber wenn du dich richtig fühlst, dann ist es egal, was du tust. Aber tu etwas, bring deinen Reichtum in die Welt, empfange den Reichtum dieser Welt. Fang an zu genießen, fang an zu erleben, fang an jemand zu sein. Stell dich auf diese Bühne der Welt. Bringe dich in dein wahrhaftiges Design und drücke es aus. Everyone is you pushed aus. Aber dazu musst du erstmal wissen, was du ausdrücken willst. Und schon sind alle der Ausdruck deiner selbst. Und du findest überall den Spiegel dessen, was du bist. Also komm in deine höchste Größe, in deine Divine Design Größe und drücke dich aus. Du bist das Parfüm deiner Seele. Du bist der Ausdruck deiner Seele. Deine Seele ist perfekt. Deine Seele hat nichts mit deiner Psyche zu tun. Deine Seele hat nichts mit deinem Human Design zu tun. Deine Seele sagt, du bist perfekt. Zeig mir, wie deine Perfektion aussieht. Zeig mir, wie die Ansicht deiner Perfektion aussieht. Das ist das, wofür du da bist. Das ist das, was ich Divine Design Reise nenne. Das ist das, was ich coache und zwar umsetzungsorientiert. Ich labere dich nicht so voll wie hier in diesem Video. Ich erkläre dir, was du hören musst, auf die Art und Weise, wie du es hören musst. Und wir besprechen gleichzeitig, was du tun musst, damit du dieses Leben so erlebst, wie du es erlebst. Was du tun musst, um diese Frau und dieser Mann zu sein, den du sein möchtest, mit dem du aufwachen willst, mit dem du schlafen gehen willst, mit dem du schlafen willst, mit dem du arbeiten willst, mit dem du deine Zeit vertreiben willst. Diese Person musst du sein. Und so viele leben das Leben von jemandem, das nicht sein wollen, und sagen dann, naja, wenn dann, eines Tages vielleicht.
Es gibt nur heute, es gibt nur jetzt, es gibt wirklich nur jetzt. Und das ist das, was wir erarbeiten, dass du das möchtest. Es ist Voraussetzung, dass du das möchtest, dass du auf der Bühne des Lebens stehen möchtest, dass du gehört werden willst, dass du gesehen werden willst, dass dein Wert in die Welt geht, dass dein Wert sich multipliziert, vielfach, multiplefach sich multipliziert, dass dein Wert sich in allen Dingen dieser Welt widerspiegelt. Das musst du wissen, möchten, wenn du mit mir arbeiten willst. Das musst du sein. Du musst dieser erwachte Mensch sein in allen deinen Lebensbereichen. Insbesondere auch dein Business, weil dein Business, deine Angelegenheit ist das, was du zu sagen hast, das, was dir wichtig ist. Und nicht das, was man so braucht und tun sollte, um erfolgreich zu sein. Um ein erfolgreicher Coach zu sein, ein erfolgreicher Unternehmer. Du machst es auf deine Art und Weise. Und du bist erfolgreich. Wenn du es so tust, dass es dich begeistert. Und wenn wir nur noch Leute hätten, Menschen hätten, die das tun, was sie begeistert, mit einer Begeisterung, wie würde dann unser Leben aussehen? Ist es denn nicht an der Zeit, dass wir solche Menschen sind, die wir gerne um uns hätten, mit denen wir uns gerne umgeben würden? Das ist es. Und dazu dient meine Mastermind Rising Up. Weil du wirst niemals erfolgreich sein, wenn du diesen Job nicht gemacht hast, dein Selbstkonzept in ein größeres Spiel angepasst zu haben. Dein kleines Mäuselchen, Mädchen, Jungelchen in einem erwachsenen Körper kann das nicht erreichen. Es wird nicht klappen. Du musst groß werden. Du musst riesengroß werden. Du musst wichtig werden. Du musst unglaublich wichtig werden. Du musst ein Influencer sein. Aber ein richtiger Influencer, nicht ein Blabla-Influencer. Jemand, der wirklich Einfluss hat auf Energie. Nicht auf andere Menschen. Nein, nein, nein. Du hast den Einfluss auf deine Energie. Und dieser Einfluss, der wird daraus ausgerichtet, was deinem höchsten Wohl und somit dem höchsten Wohl der ganzen Menschheit entspricht. Darum geht's. Aber dazu brauche ich diese Divine Design Personality, mit der ich eigentlich hier auf die Welt gekommen bin, mit der ich gedacht bin. Und diese Personality muss ich dokumentieren. Jeden Tag zeigen, zeigen, zeigen. In einzelnen Gesprächen, in meinen eigenen Gedanken, in Selbstgesprächen, in Ansichten, in Handlungen, in Taten. In allem. Und alles, was mich davon abhält, muss ich absprengen. Disruptive. Zersprengen, zerstören. Es hat keinen Einfluss. Es bedeutet nichts. Es gibt nichts, was Bedeutung hat, was dich überhaupt anstoppen kann. Es gibt nichts, was dich vor Reichtum schützt. Es gibt nur dich, der Reichtum blockiert. Es gibt nichts, das dich vor Liebe schützt. Nur du, weil du Liebe bedingt siehst. Es gibt nichts, was irgendjemanden davon abhalten möchte, das Leben und die Personality zu leben, die möglich ist. Und alles ist nun mal möglich. Nur du musst dich entscheiden, welches Lebenskonzept du haben willst. Und dazu musst du disruptive sein. Du musst dich zerstören in deinem Ego, in deiner Kleinheit, in deiner Unterdrückung, in deiner Angst, in deiner Feigheit, in deiner Zurückhaltung, in all dem. Das muss zerstört werden. Und diese ganzen Dinge und neuronalen Netzwerke und Ansichten in deinem Kopf, die müssen auseinandergerissen werden. Und vielleicht ist es ein bisschen unangenehm für deinen Verstand, kurz mal, weil der dir Geschichten erzählt, dass es vielleicht nicht in Ordnung sein könnte, dass es gefährlich sein könnte, dass es irgendjemandem nicht gefallen könnte, dass es dich in den Verderb treibt, was auch immer. Aber das ist scheißegal, was dein Mangelverstand sagt. Das ist Schall und Rauch, das ist bla bla bla. Darauf musst du nicht hören und das musst du lernen. Du musst lernen. Was ist die Wahrheit? Was ist das, was du wirklich willst? Was entspricht deinem Divine Design? Und dann das machen. Das machen. Das sein, das sagen. Das sagen, das aussprechen, das zeigen, das dokumentieren.
dich auf die Bühne des Lebens stellen und dem Leben zeigen, hallo, hier bin ich. Ich bin großartig, ich habe das Größte und das Schönste verdient, ich habe allen Reichtum, ich habe alle Erfüllung verdient. Hier bin ich. Aber wenn du dich immer noch klein machst und irgendwo im Kämmerchen versteckst, dann wird das nichts. Und ich habe es doch selber versucht auf alle Arten und Weisen, in meiner Kleinheit, in meiner Ungenügendheit, habe ich versucht, endlich gut genug zu sein, um die Dinge zu empfangen und zu bekommen, die ich haben möchte. Aber der Trichter läuft nicht, der läuft zwar, bis du dich kaputt gearbeitet hast und trotzdem bleibt nichts übrig. Trotzdem ist kein Überfluss da. Weder an Zeit noch an Möglichkeiten noch an finanziellen Ressourcen. Es ist kein Überfluss da, wenn du dich aufrackerst und alles ist so schwer. Woher soll denn der Überfluss kommen, wenn du immer am Limit bist? Das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Aber wenn du verstanden hast, dass du schon Überfluss bist und dementsprechend denkst, dementsprechend dich ausrichtest, dementsprechend deine Handlungen, dein Business, deine Beziehungen, deine Pläne ausrichtest, dann wird alles anders. Und gleichzeitig sagt dein Verstand, aber wenn alles anders ist, dann verliere ich ja das Alte. Ja, das tust du. Du verlierst das Alte. Du verlierst dein altes Leben. Du verlierst deine alten Beziehungen. Aber dafür wird alles neu gemacht. Dafür wird alles neu gemacht und zwar so, wie du es haben möchtest. Du verlierst die Sachen, die du nicht möchtest. Ja, das verlierst du. So? Bist du deswegen eine Verliererin? Nein, du bist ein Kreator, ein Generator. Und einzelne Personen verlierst du nicht. Du verlierst Versionen von einzelnen Personen, weil du in deine Divine Design-Version eingetreten bist. Müssen dir natürlich andere Menschen in ihrer Divine Design Version begegnen. Das hast du aber noch nie erlebt. Aber das muss dir auch egal sein. Du musst dafür offen sein. Offen sein für ein Leben, das einfach plötzlich mal geil ist. Für ein Leben, das einfach plötzlich mal einfach ist. Da kommt wieder die Netzwerkfrage. Bist du grundsätzlich offen für eine Business-Idee? Dafür müsst du nicht offen sein. Bist du grundsätzlich offen? Alles von dir zu zeigen, alles von dir zu sein, dich nackig zu machen und aufzuhören zu glauben, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist. Das ist die Frage. Weil dann bist du mit jedem Business erfolgreich. Das muss die Frage sein. Aber bist du grundsätzlich offen? Ja, ich bin grundsätzlich offen für viel Geld. Aber ich will nicht eine sein mit viel Geld. Weil mein Konzept, meine Vorstellung von Leuten mit viel Geld ist super, super abtörnend. Weil Leute mit viel Geld eben nicht erfüllt sind, weil viel Geld nicht Erfüllung bringt, sondern Erfüllung viel Geld. Weil Leute mit viel Geld oft krank sind, einsam sind, verhärmt, schlecht gelaunt, unlocker, unflexibel. Weil viel Geld das nicht bringt, was du haben willst. Aber das, was du bist, was du wirklich bist, bringt viel Geld, wenn du den anderen Scheiß ablegst. So rum funktioniert's. Energie funktioniert nur so. Du bist es, du öffnest dich, du empfängst es. Du dokumentierst es, du empfängst es. Du wünschst es dir nicht, sondern du willst es haben. Und du bist diejenige oder derjenige, dem es zusteht. So funktioniert das Leben. Und du musst in diese Divine Design Personality rising up machen, uprisen, aufsteigen. Und das ist es, was ich dir anbieten kann. Ich kann dir anbieten, bis zum 1.12. Rising Up the Bigger Game. Wirklich the Bigger Game. Da geht es darum, dass dein Kopf in seiner Vorstellungskraft so groß wird, dass du es gar nicht begreifen kannst, dass du wirklich die Person bist, die das Leben haben will. Und da wächst du rein. Und es ist zum halben Preis noch bis 1.12. Und danach kostet es doppelt so viel. Der halbe Preis ist 7.500 für 3 Monate, aber volle Power. Weil es braucht keine Zeit. Es braucht dich und deine Bereitschaft, und zwar jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Und warum mache ich es jetzt noch zum halben Preis? Weil ich will, dass die, die das verstehen, was ich gerade in diesem Video gesagt habe, die Möglichkeit haben, sich das möglich zu machen. Deswegen, und wenn du sagst, 7.500 Euro ist eine riesengroße Summe,
dann ist es noch viel wichtiger, dass du erkennst, dass das nicht viel ist. Was, wie viel ist es denn? Wie viel Prozent von dem, was du wirklich empfangen möchtest, finanziell, unabgesehen davon, was du sonst noch empfangen willst, emotional oder an Erlebnissen, an Reisen, was ist denn bitte 7.500? Es ist ein absolutes Schnäppchen. Aber es lohnt sich eben nur, wenn du dieses Schnäppchen annimmst, wenn du wirklich bereit bist, alles abzustrippen, was dir nicht entspricht, was nicht zu dir gehört. Und weil du weißt, du kennst das Divine Design Prinzip, weil du weißt, du kannst dich auf dich verlassen, weil du weißt, du wirst dich nie im Stich lassen, weil du weißt, du wirst immer weiter wachsen, weil du weißt, du lässt dir von außen keine Angst mehr einjagen, weil du weißt, außen ist nur ein Spiegel von dir, weil du weißt, dass es nur um dich geht und weil du weißt, dass es nur um dein eigenes Management geht, in erster Linie mental. Und danach emotional, weil die Emotionen kommen aus dem Mentalen. Es kann dir nichts passieren, außer du verlässt dich selber. Außer du verlässt dich selber. Das ist das Einzige, was dir passieren kann. Wenn du dich selber verlässt und wieder in dein kleines Human Design Kästelchen reingehst und in einer Lüge weiterlebst, dass du es nicht kannst oder dass es vielleicht für dich nicht geht oder dass es zu schwierig ist, dass es zu anstrengend ist. Wenn du das glaubst, bist du eh falsch. Bist du eh falsch? Falsch? Bist komplett falsch. Dann bist du falsch. Aber wenn du glaubst, dass du Divine Design, göttliches Design, größtes Design, schönstes Design, Perfektionsdesign bist, mit allen Möglichkeiten und hier bist, um diese Möglichkeiten, diesen Seinszustand zu zeigen, zu dokumentieren, dann bist du richtig. So oder so, ob du bei mir bist, richtig bist oder woanders, dann bist du richtig, dann bist du in deinem göttlichen Sein. Und dann kommt für dich nichts anderes in Frage als das geilste und das beste und das erfüllteste Leben. Dann gibst du dich nicht mit Brotkrümelchen oder kleinen Sachen zurück zufrieden, sondern du gehst und du willst immer mehr und mehr und mehr und mehr und dein Trichter nach oben ist offen und dein Empfang ist da. Und du nimmst es an, weil du weißt, du nimmst es von dieser Quelle, aus dieser Energie an, die dir entspricht und nicht die irgendjemanden, einem System oder einer sonstigen Ansicht entspricht. Von dir kannst du nie genug kriegen. Nie genug. Aber dazu musst du eben die sein. Sie weiß, ich krieg nie genug von mir. Ich bin genial. Die ganze Welt weiß das, sieht das, weil ich bin in meiner genialsten Version, stehe ich jeden Morgen auf. Und jeden Abend gehe ich schlafen. Spreche in meiner genialsten Version, sehe die Welt in meiner genialsten Version, sehe mich in meiner genialsten Version, sehe meine Beziehungen, sehe mein Wirken, mein Tun, mein Business, alles in meiner genialsten Version. Aber das braucht Training, 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 Training. Weil das Alte zieht dich immer wieder zurück. Diese alten Gedanken, die gehen nicht von heute auf morgen weg. Die gehören zum gemanagt. Und ich habe ein Trainings- und Management-System in meinen Masterminds, da brauchst du nichts zu tun, wenn du tust, was ich dir sage. Nur dein Verstand, den killst, der stirbt. Dein Verstand stirbt, dein Ego stirbt. Und dein Divine Design, dein Seelendesign, dein perfektes Design erwacht. Und das geht's. Also bis zum 1.12. Ich habe es verlängert, 1.12. inklusiv gilt der halbe Preis. Wir starten am 3.12. schon mit Bigger Game Rising Up. Wenn du sagst, okay, ich habe nichts mehr zu warten, dann melde dich bei mir. Ich meine, die Anmeldung kannst du auch über meine Homepage machen, da steht alles drin. Rising Up the Bigger Game, melde dich da an. Aber wenn du noch Fragen hast, schreib mir. Schreib mir einfach. Aber es wird nicht gemütlich für dein Ego. Es wird nicht gemütlich für deine alte Welt. Die wird zerstört. Aber du gewinnst sie zurück. Einfach so, wie du es haben willst. In aller Pracht. Ohne Mangel. Ohne Schmerz und ohne Leid. Wenn es das nicht wert ist, dann weiß ich es nicht. Den alten Kram braucht niemand. Den hast du irgendwann mal unbewusst kreiert und manifestiert. Und jetzt lässt du ihn bewusst los, weil du etwas Neues hast. Niemand lässt etwas los, weil er nichts Neues hat. Das ist
in unserem System so verankert, in unserem Sicherheitssystem. Deswegen musst du erst das Neue generieren. Deine neue Personality. Und dann gehst du in die rein und lebst aus der heraus. Und automatisch geht die alte kaputt. Aber du musst bereit sein, das loszulassen. Du musst bereit sein. Und ich ende dieses Live mit Michelangelo, der eben, als er gefragt worden ist, wie er die Davidstatue aus dem Marmorblock rausgemeißelt hat, er gesagt hat, es war ganz einfach, denn er hat nur alles weggemeißelt, was nicht zu David gehört. Hm? Und genau das machen wir in Rising Up. Wir meißeln alles weg, was nicht zu dir gehört, zu deinem Divine Design, zu deinem wahrhaftigen Design. Alles, worüber du noch irgendwie glaubst, dich schämen zu müssen oder irgendwas in dir nicht in Ordnung ist, das wird weggemeißelt. Weil es hat nichts zu suchen. Es hat nichts zu suchen. Das ist nur Gedanken. Das sind nur Geschichten. Das ist nur bla bla bla. Ahnengelaber, Herkunftsgelaber. Aber du musst es nicht annehmen als wahr für dich. Und dafür musst du halt dastehen und sagen, okay, ich bin die oder der, der es jetzt anders macht. Und zwar jetzt, heute, heute, jetzt. Und damit du dabei bleibst, ist es immer gut, Unterstützung zu haben. Und falls Rising Up für dich jetzt noch eine Nummer zu groß ist, weil es ist wirklich das Bigger Game, dann komm in die Community, wir sind Divine Design, für 3 Monate für 270 Euro. Und wenn du erst noch mal reinschnuppern willst, dann komm nach Wien zum Divine Design Fest am 16. und 17. Dezember. Advent feiern mit uns. Mehr als ein Retreat ist es, sage ich. Es ist ein Retreat, aber es macht dich neu. Es bringt dich deinem göttlichen Design so, so nahe. Es vereint dich. Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade mal so anbiete. Ansonsten auf meiner Homepage, mywellfeeling.com, ganz viele Selbstlernkurse, Masterclasses. Alles steht dir zur Verfügung für dich in deinem Tempo. Rising Up ist für die, die irgendwann mal sagen, ich gehe absolut all in. Ich werde der erwachte Unternehmer, Entrepreneur, weil ich lasse mir keinen Scheiß mehr erzählen, dass ich irgendetwas machen muss, um irgendetwas zu bekommen, sondern ich weiß, dass ich nur jemand sein muss, der alles schon hat. In diesem Sinne, Happy Day hier aus dem